Heute gehen wir in den Verkauf. Es gab schon den Dönerladen. Heute wollen wir ins Supermarktgeschäft einsteigen. Dann kaufen wir mal Nudeln. Kaufen halt mal ein bisschen was ein hier, würde ich sagen. Oh, das mehr können wir schon gar nicht mehr leisten. Warte mal, nehmen wir den Puderzucker mal raus. Eieiei. Ei, ei. Dann nehmen wir Öl. So, Öl geht. Kaufen. Ach so. Das ist so ein ganzes Paket. Ich muss den Preis scheinbar noch festlegen. Ja, 1,50, oder? Öl? War schon 1,50. Machen wir 2,40 Euro. Ne, machen wir 2,70 Euro. Marktpreis 4,50. Ach, toll. Guck mal, wie nett ich bin. Wie nett ich bin. Ich dachte, das gibt viel weniger. 4,40 Euro. Immer kurz unter Marktpreis verkaufen. Habe ich ja irgendwie total schlecht mir das hier überlegt. Hier gibt es erstmal Sandwichbrot. Und Nudeln. Ja, wer kauft denn so teure Nudeln? Gehen wir mal auf 3,50 Euro. Das sind ja die guten Nudeln aus Italien. So, öffne deinen Supermarkt. Oh, hi. Wollen Sie mir Nudeln und Öl kaufen? Hallo. Oha, nur Brot? Oh, Leute, ich muss das sogar biepen. Junge, die gibt mir einfach einen Huni. Okay, nimm. Mehl. Mit der Karte? Lol. 3,69. Stark. Oha. Der nächste kauft Toast. Stark, du hast passend gegeben. Perfekt. 42,10. Yo, Jürgen. So, oh, haben wir aber jetzt schon gut viel Geld verdient. Ja, komm. Hol dir mal Sandwichstoß. Warte mal, ich kann einfach ein bisschen mehr kassieren. Mach einfach. Falscher Zahlungsbetrag. Gut. Toast und Nudeln. Das ist eine gute Kombi. Ja, ist fertig. Unzureichendes Wechselgeld. Sorry, ne? Hallo? Du willst dir ein Sandwich jetzt kaufen, oder? Ja, mein Laden hat irgendwie noch nicht so richtig eine Substanz, habe ich das Gefühl. Es gibt Nudeln, es gibt Mehl. Oh, die Nudeln sind bald alle scheiße. Hallo, guter Mann. Hallo. Bitte ein bisschen Bargeld nächstes Mal. Baba-Kalle-Markt, ja. Wir machen jetzt den Baba-Kalle-Supermarkt. Oh, ich muss Bestellski machen. Puderzucker haben wir noch nicht. Ich glaube, dann haben wir erstmal alle, oder? Susu, Zucker. Ist lecker, Zucker. Packen wir Regal. Müsli. Einen Moment, bitteschön. Ich komme gleich. 6 Euro Müsli, lecker Schoko. Zucker machen wir 5 Euro. Und zweimal Öl. Oh, wird teuer. Alter, Müsli, wir brauchen Milch. 100 Jahre Garantie. So, Wechselgeld. Dankeschön. Das ist Diebstahl. Nein. Immer ein bisschen Trinkgeld. Ein bisschen Trinkgeld für Baba Kalle. Kein Problem. Kein Problem. Nein, kein Problem. Madame, schnell noch zum Späti. Baba Kalle, Späti. Dankeschön. Guten Abend. Gute Nacht. So, zu wenig Wechselgeld. 3. Ja, es gibt schon hier Ärger, wenn man falsch abkassiert. Weil ich habe doch mehr als 3 Leuten zu wenig Wechselgeld gegeben, oder nicht? Tägliche Einnahmen. Du hältst ab heute tägliche Rechnungen. Stell sicher, dass du diese Rechnung über deinen Computer bezahlst. Vor dem Fälligkeitsdatum. Ansonsten werden diese automatisch bezahlt. Produktlizenz. Aha. Lager ist gesperrt. Kaufen Sie diesen Abschnitt im Supermarkt zu erweitern. Als nächstes können wir Wasser freischalten. Wir müssen aber noch das Level schaffen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Und warte mal, ich kaufe einfach mal einmal alles. Das kann ja auch den Tag über draußen rumstehen. Es ist ja eigentlich gerade nur Mehl alle. Sehe ich, was das ist? Oha, das war Zufall. Machen auf, laden auf. Gut. So. Ah, ich habe keine Wechselgeld heute, bitte. Arschloch. 34. Gut. Alter, da kauft zweimal Weißbrot. Du kriegst die Scheißerei deines Lebens. Ich sag's dir. Öl müsste noch passen, alles, ne? Und Müsli. Ab ins Regal. Oh nein, falsch! Egal. So, packst du diese hier. Ja, ich komme sofort. Moin, Ass. Gut, danke. Oh, das geht aber richtig schnell. Also ich bin echt ein flinker Kassierer, muss man sagen. So, 2 Nudeln. Okay, mit Karte, kein Problem. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Umsatz hier. Hör mal, was für ein Preis, 9,69. Oh, scheiße. So, wir haben jetzt 250. Ich glaube, wir können uns bald diese Lizenz da leisten. Einmal Wasserlizenz, bitteschön. Sogar Milch können wir kaufen. Warte mal, Milch, Wasser. Guten Abend, guten Tag. Okay, leider zu. Insgesamter Profit minus 66. Ja, weil wir halt investiert haben. Ich muss den Käse in den Kühlschrank packen. Oh nein. Aus dem Kühlschrank, danke. Wasser geht aber so, oder? Digga, ich brauche auch für Wasser einen Kühlschrank. Wollt ihr mich rollen? Dann will der für mich auch einen Kühlschrank, während ich kotze. So, das heißt, wir brauchen jetzt einen Refrigerator. Was kostet der? 200.
Okay, kommen Sie einkaufen, bitte. Scheiße. Gut, 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 gut. Was soll immer so genau sein? 50 Checkouts. Was? Was hat sie? Was hat sie über das Öl gesagt? Hat sie mein Öl beleidigt? Hat sie gerade mein Öl beleidigt? Sie hat mein Öl beleidigt. Digga, wenn du das Öl nicht willst, dann verpiss dich. Wo Nudeln sind alle? Muss ich eigentlich keine Steuern zahlen? Frage ich mich. Das geht ja rucki zucki hier alles. Beim Kuschinski. Ich konnte schwarzer Tee nicht finden. Ja, weil es nichts gibt, du Affe. Oh. Bezahlen. Miete bezahlen. Lieber bezahlen, ey. Okay, okay. Dankeschön, dankeschön. Gut, gut. Konnte Borlet mich nicht finden, Junge. Weil wir keinen Kühlschrank haben. Alright. Alter, das ist ja hier Akkordarbeit. $26 noch. Das läuft. Wie viel Öl kaufst du bitte? Was hast du vor? Man versucht ja manchmal auch so die Kundschaft zu lesen. Was machen die mit ihrem Einkauf? Nudeln, Öl, Müsli und nochmal Öl. Gerade Preise, dann geht es an der Kasse schneller. Ja, ich glaube auch. Für 4 Euro. Wieso ist das so billig? Oh, muss ich die Preise anpassen manchmal? 5 Euro mehr. Nudeln. Reden noch. Dann machen wir 4. Produkte nicht gefunden. Ja gut, was soll ich da machen? Hallo, guten Tag. $30. Ich kann mir jetzt den Kühlschrank kaufen. Moment, ich muss eben Milch reinstellen. Was kostet denn so ein Liter Milch heutzutage? 3 Euro, 2 Dollar, ist klar. Ja, 4 Euro. Kleinen Moment, bitteschön. Wasser bestimmt auch so 4, oder? Ne, 3. Okay, jetzt geht's los. Jetzt will ich Cash haben. Gib mir den Money, Alter! Die Kassen sind voll. Nein, hier ist überhaupt nichts voll. So. Zack. Jetzt wird es schon langsam knifflig ein bisschen. Okay. Mehl fehlt. Mehl, Öl, Nudeln. Na komm, wir kaufen alles. Einen Moment. Ich bin heute alleine im Laden. Oh, ein zu wenig. Du kannst Geld zurücklegen, indem du rechtsklick auf den Schein in der Kasse drückst. Zu viel rausgegeben? Oh, das wird teuer. $28. Dankeschön. Wir wollen unbedingt Eier, ne? Die Leute wollen unbedingt Eier. Ja, aber mittlerweile haben wir doch hier einen schönen kleinen Laden, Mann. Mittlerweile ist doch hier ein bisschen was los. Aber stark, wir haben wieder ein bisschen was auf der hohen Kante. Auf eine Erweiterung für deinen Supermarkt über den Computer. 350. Wird der denn einfach größer, der Supermarkt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? So, erstmal gucken wir uns unsere Rechnung an. Was haben wir hier? Was sind das für Rechnungen, Digga? Miete, Miete. Wieso wollen die jeden Tag Miete, $20? Und was soll ich denn eigentlich leben? Oh, wir können uns auch einen Kredit holen. Ja, ich bin eigentlich mehr so der... Ich bin lieber selbst der Mann. Warte kurz, ich muss Eier platzieren. Eier, viel Geld. Was ist denn mit dem Mehlmarkt los? Oh, unser Brot ist viel zu billig. Irgendwie kostet jetzt ein Müsli 8 Euro. So, wenn jetzt hier nicht die Eier weggekauft werden, wie warme Semmeln, dann werde ich aber Fuchsteufelswild, ne? Käse können wir mittlerweile auch mal nachkaufen, glaube ich. Einen schwarzen Tee würde ich gerne mal langsam holen. Oha. 11 Euro Kaffee. Ah, wir haben mittlerweile richtig das Sortiment, Freunde. Oh, hier ist schon wieder richtig Betrieb. Geil, Alter, wie viele Eier der sich da reinhaut. Schön die Eier in die Fresse. Nudeln sind alle, wir brauchen langsam Mitarbeiter. Ja, ich weiß. Müll. Oh mein Gott, jetzt wird's stressig. Jetzt wird's stressig, wir brauchen Unterstützung. Oha, das wird der größte Einkauf seines Lebens. Er hat fast nur Wasser gekauft. Guten Tag. Oh, zweimal Käse? Bruder, wie stark. Stark. Okay, aber jetzt wirklich. Ich muss feiern, Mann. Frau, Kinder, zu Hause, Sie warten. Bitte warten. Okay, gute Nacht. Ah, da steht sogar, die Marktpreise haben sich erhöht. Okay. Das heißt, ich kann jetzt... Aber ich will... Ja, wir bleiben. Wir halten den Markt stabil. Wenn ich dieses Weißbrot sehe, kriege ich schon Bock auf so einen Sandwich-Toast. Da bin ich early, ey. Wir wollen aber... Was wollen wir eigentlich als nächstes? Wir wollen eine Erweiterung für 350. Das ist jetzt unser Ziel. Wir müssen 350 Flocken machen. Aber keiner will meine Eier. Könnt ihr bitte mal jetzt euch für meine Eier bücken da? Die sind auch sauber. Die sind aus guter Haltung. Komm, nimm Eier. Jawohl, sie nimmt Eier. Wirklich toller Einkauf hier. Zweimal Eier, zweimal Nudeln, ganz nass. Wirklich super. Moment, ich muss mir gerade eine Erweiterung kaufen. Was ist jetzt passiert? Der Laden ist tatsächlich größer geworden. Man glaubt es ja nicht. Da erstmal umbauen. Wir haben jetzt komplett neue Möglichkeiten hier. So,
Schön. Jetzt geht das Game los. Langsam habe ich das Gefühl. Boah, Alter. Wie viele Ausgaben. Und wir sind trotzdem noch im Plus. So, ab Level 10 kann man jemanden einstellen erst. Andere Nudeln, Reis und Salz. Aha. Okay, das ist jetzt kompliziert. Rechnungen sind bezahlt. Dann die Preise angleichen. Denn der Käse, der steigt und steigt. Und jetzt müssen wir einen Euro hochgehen. Milch ist gefallen. Milch ist gefallen. So. Dann gehen wir auf 5 Taler. Dann werden wir eine Einkaufsliste schreiben. Preise gecheckt, nachgefüllt. Ich glaube, wir können den Laden aufmachen, hör mal. Klauen die auch? Ist mir noch nichts zu Ohren gekommen. Bin schon da. Sorry. 21. Boah, ich würde auch voll gern Kondome verkaufen. Ich finde das therapiert voll, dieses Spiel. Ich habe da gerade leider voll Spaß dran. Es ist so ein simples Kackgame, aber irgendwie macht das gerade richtig Bock. Alter, Digga. Ich will nichts sagen, aber deiner Statur zufolge solltest du vielleicht ein bisschen weniger Puderzucker mit Käse fressen. Ich sag's nur. Alter, wie wir hier das Money machen. Schokomüsli ist alle. Keiner sagt was! So, müssen jetzt den Laden schließen. Tut mir leid. So, fanden Produkte zu teuer. So, oh, der Tee. Der Tee. Der Tee droppt. Ich hab schön meine Eier unten, damit die Leute sich bücken müssen. Das sieht doch gut aus. Was kostet denn jetzt hier die nächste Lizenz eigentlich? 400. Aber das machen wir alles morgen. Das heißt, wir müssen am nächsten Tag mindestens 400 Dollar haben. Haben wir schon unsere Rechnung bezahlt? Nee. Das heißt, wir brauchen morgen 400... Oh, hier sind noch Eier. Gut, jetzt kann es losgehen. Es sollte heute alles ausreichen, dass wir nicht zwischendurch nachkaufen müssen. Es sollte wirklich alles reichen. Hier geht ja richtig Kneten aus hier. Mein Laden ist bald leer. Gefühlt. Kannst du eine neue Lizenz leisten, zumindest schon mal. Das war perfekt. Boah, jetzt ist Stoßzeit, ne? Brot wird sehr wenig gekauft, aber Käse und Brot, das ist einfach based. Das war einfach gerade ein ganz based Einkaufskorb. Wir haben sogar noch 3 Stunden geöffnet. Es sind immer noch nichts alle. Haben wir schnell nachgekauft. So, gut. Ja, jetzt hat einer da seine Nudeln nicht bekommen. Mein Gott. So, jetzt können wir uns die nächste Lizenz gönnen. Und zwar können wir uns jetzt Erdnussbutter leisten. Mashallah. Und Spaghetti-Nudeln. Reis und Salz. Das passt wie die Faust aufs Auge. Wir haben unsere Rechnung nicht bezahlt, aber das können wir auch später noch machen. So, Rechnung wird wahrscheinlich... Miete kann ich heute wahrscheinlich nicht bezahlen. Also nicht jetzt. Müssen wir kurz warten. Wir haben ein bisschen fehlinvestiert mal wieder. Aber wir lernen da draus.